Ey, Sandra, du hast noch einen super Geschmack. Ich hör alles, ey. 7. Dann bin ich nur am Schlafen. Er hat es jetzt echt geübt. Ja, wir haben gedacht, was du vielleicht fragen könntest. Das Problem ist, ich weiß jetzt schon nicht mehr. Sandra, keine Scheiße. Konzentrieren, ne? Dann fangen wir mal an. Wer von euch hat den besseren Humor? Boah. Guck an. War das jetzt noch ein... Nee, ich bleib. Komm, lass ich gelten. Gib einen Punkt. Wer besucht mehr Fußballspiele, an denen RWE nicht beteiligt ist? Das klingt ja schon lustig an. Das ist falsch. Ihr kennt euch gut. Mika Reschma. Ey, ich dachte, du mit deinen Kumpels und so, Mann. Ja, aber Mika Reschma jedes Wochenende. Ja, okay, der ist kein Fußball, ey. Wer ist öfter im Fitnessstudio anzutreffen? Na gut, ja moin, ey. Ja, Fremdwort. Wer von euch schaut öfter auf die RWE Instagram-Seite? Boah, das sind echt knackige Fragen. Das leicht, das leicht. Richtig. Wer schaut mehr Fernsehen? Boah, die kennen sich. Ja. Wie lange? Wie lang? 3 Wochen. Ach so. Ja, zum Einpennen gucke ich immer Fernsehen. Wer hat den besseren Musikgeschmack? Oh, schwer. Falsch. Ey, Sandra, du hast doch einen super Geschmack. Ich höre alles, ey. Das Ding ist... Der ist schon sehr ähnlich, ne? Wir hören, weißt du? Wir hören das Gleiche. Fahrgemeinschaft. Ja. Alles dabei. Was hört ihr denn so? Backstreet Boys. So oldschool. Ja. 2000er Hits. Genau. Wer steht morgens als erster auf? Um wie viel Uhr? Ja, 7. Dann bin ich nur am Schlafen. Und wann stehst du auf? Ja, 8. 38 Frühstück reicht. Kann man so machen. Wer ist öfter am Smartphone? Das ist richtig. Ja, das hält er schon öfter dran. Wie lange am Tag ist er? Weiß ich nicht. Schwer. Bildschirmzeit? Boah, sie ist so. Wer sieht auf dem offiziellen Mannschaftsfoto besser aus? Boah, das ist schwierig. Ja, aber... Ja, danke schön, Herze. Ja, klar. Danke. Ja, auf jeden Fall mit deinen Locken. Ja, brutal. Da punkte ich. Brutal. Wer hat den besseren Torriecher? Das haben sie gleich. Ah, ja. Wer würde eher den Zimmerschlüssel verlieren? Nee. Oh, warte. Nochmal durchgehen. Wir hatten einmal so ein Thema, ne? Ja. Aber wer hat den verloren? Das ist die Frage. Ja, kann nicht sagen, ich war das. Dann nehmen wir, das ist ja unfair dann. Ja, ich. Eigentlich ist ohne reden. Ja, ich komm. Das ist falsch. Ah. Wer von euch beiden ist besser an der Konsole? Leider falsch. Ey, ist hätte dein Ernst, Digga? Was zockst du denn? Junge, ich mach dich so K.O. Alter. Was zockst du denn? Naja, so Call of Duty. Ah, weiß ich nicht. Mann, scheiße. Was sagst du? Rocket League, tatsächlich. Oh mein Gott, ey, bitte! Ja, Alter, das ist ja traurig. Super Spiel. Das ist traurig, ehrlich. Kann ich jemanden grüßen da? Das ist ja keine Konsole. Mein Bruder und den Thorsten. Ja. Super Dreier-Spot. Ernie. Wer liest lieber Bücher? Was denn so? Fitness. Ja, sicher. Was ist das für eine Frage? Wer von euch kann sich besser Dinge merken? Das heißt, gleich. Wer ist der Unordentlichere von euch beiden? Boah, das haben wir auch gesagt, das kommt die Frage. Boah. Ja,
das ist falsch. Oh. Ich habe auch echt schlechte Ordnung. Ja, ich aber, auch. Aber große Selbsteinsicht hier. Ja, ich bin ja auch ehrlich zu mir selber. Du hast die Sachen in den Schrank geräumt. Ja, die Sachen habe ich in den Schrank, aber alles andere liegt daneben. Alles andere liegt auf dem Stuhl. Weiter geht's. Wer von euch beiden versteht mehr von Fußballtaktik? Ja, das ist eklig. Und gleich. Ach, ich hab ein Herz für dich gehabt. Ja, ich hab ein Herz für dich, ja, weißt du, ne? Sehr gut, Junge. Wer von euch spult auf dem Fußballplatz mehr Kilometer ab? Und das haben sie gleich. Richtig. Ah, das ist doch. Das wollte ich. Ronny Ackermann nennt man ja. Wer von euch braucht nach Spielen länger in der Kabine?